Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Ich bin der Louis und ich freue mich, dass ihr mich hier wieder auf meinem YouTube-Kanal besucht. In diesem Video geht es um eine Digitalisierung, genauer gesagt um die Digitalisierung eines Triebwagens. Welchen? Das verrate ich euch nach dem Intro. Dieses Mal möchte ich euch die Digitalisierung eines Triebwagens, genauer gesagt um einen Regio Shuttle RS1, zeigen. Dieses Modell ist von der Firma BEMO und am besten wir starten direkt. Viel Spaß beim Zuschauen. Dieses Mal möchte ich hier solch einen Regio Shuttle vom Typ RS1 digitalisieren. Die DB nennt ihn auch ganz gerne mal Zugbus. Das Modell stammt von BEMO, ist aus der Regio-Line und hat die Artikelnummer 9030922. Und bevor ich jetzt mit der Digitalisierung starte, lasse ich wie immer das Fahrzeug erstmal warm fahren. Ja, zunächst lasse ich die Maschine dann jetzt also wieder warm fahren. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob es jetzt eine Wartung ist oder eine Digitalisierung ist. Wenn es eine Wartung wäre, dann lasse ich sie aus dem Grunde warm fahren, damit sich zum Beispiel alte Fette aufwärmen und ich sie besser reinigen kann. Außerdem kann ich natürlich das Vorher und Nachher besser vergleichen. Und das ist auch der Grund für das Warmfahren vor einer Digitalisierung. Da schaue ich mir nämlich auch das Fahrverhalten jetzt erstmal an. Denn nach der Digitalisierung sollte es mindestens das Gleiche sein, wenn nicht sogar besser. Das Gleiche gilt natürlich auch für eine Wartung. Wenn man eine Maschine nicht kennt, so wie ich jetzt hier in dem Fall, ist es immer sehr hilfreich, wenn man mal vorher einen Blick in die Bedienungsanleitung wirft, um einfach grobe Fehler oder Abbrüche zu vermeiden. So, damit ich den Wagenkasten hier vom Untergestell lösen kann, muss ich zunächst mal hier die Pufferbohlen rausziehen, denn die halten hier mit ihren Stiften den Wagenkasten an dem Untergestell fest. Die kann man einfach rausziehen, die vier. Und dann ist die Arretierung dann schon mal weg. So. Gelöst kriege ich den Wagenkasten. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Aber hier ist der eigentliche Wagenkasten, also das Chassis, das rote. Und direkt dahinter ist die Klammer. Hier kann man sie sehen, für das Fensterteil. Und lösen muss ich beides gleichzeitig. Und jetzt hat man immer oft das Problem, dass man sowohl hier hinter muss, als auch auf der anderen Seite. Und wenn das mal nicht funktioniert, dann kann man sich mit einem Post-it ganz gut helfen, indem man das Post-it einfach nur als, ja, ich sag mal, kleine Lasche faltet. Und dann hier, wenn man die Klammer gelöst hat, einfach dazwischen schiebt. So, dann kann die Klammer nicht mehr arretieren. Und so kann ich das ganz charmant mit den vier Punkten machen oder drei. Manchmal reichen auch nur zwei. Dann löse ich die andere Seite. Und siehe da, da kommt er schon. So, im nächsten Schritt muss ich die Drehgestelle nach unten rausnehmen, weil die Platine, die sitzt hier zwischen der unteren Abdeckung und dem oberen, ja, Fahrgestell oder dem Rahmen. Dazwischen kann man sie schon sehen, da sitzt die Platine. Um da dran zu kommen, muss ich das Fahrgestell lösen. So, das mache ich, indem ich halt diese beiden Nasen zusammendrücke und dann kann ich den Halter vom Fahrgestell nach oben hin rausziehen. So, dann kann ich den hier, wie gesagt, rausnehmen. Das ist der eine Halter, der andere Halter. Jetzt nehme ich auf der Seite die Schnecke raus, gleichzeitig mit der Kardanwelle.
Die kann man dann so rausnehmen. Die sind so besteckt miteinander. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Dann nehme ich die Kardanwelle raus. Jetzt kann ich die Fahrgestelle, kann ich es einfach abheben und dann habe ich auch schon den Zugang. So, dann packen wir das mal auf Seite. So, jetzt kann ich diesen grauen Rahmen abnehmen. Der ist hier an den Punkten aufgeklipst. Den hebel ich dann etwas leicht runter. Da sind die Käbelchen. Jetzt würde ich gerne die Platine raushaben. Und dazu muss ich dann jetzt hier die Lichtleiter lösen. Auf der Seite und auf der anderen Seite auch. Weil dieser Lichtleiter, der ist hier aufgesteckt und hält nochmal die Platine extra auch mit auf dem Unterteil hier. Und jetzt kann ich die Platine von dem Unterteil entfernen. Das war's. So, im nächsten Schritt empfiehlt der Hersteller, diese beiden Drähte hier oben abzulöten, damit man nachher die Platine hier komplett separiert rausheben kann. Wenn man sich das jetzt genauer anschaut, dann könnte man ja auf den Gedanken kommen und sagen, Moment mal, hier sind doch Schrauben, dann löse ich diese Schrauben. Von den Gedanken würde ich jetzt abraten wollen. Warum? Weil das sind sogenannte Hülsenschrauben. Die sind also innen drin, sind die hohl. Und in dem Hohlraum selber sitzt dann die Feder und die Kohle. Und die drückt dann hier auf den Kollektor. Zudem ist ja das Motorgehäuse aus Metall und es darf also hier mit dem Kontakt keinen Schluss mit dem Gehäuse geben. Aus dem Grund ist zwischen der Schraube und dem Gehäuse nochmal eine Plastik-U-Scheibe. Und natürlich kann man das machen, das hat ja auch irgendjemand reingekriegt, aber dazu muss man halt genau wissen, was man macht. Man muss eine ruhige Hand haben, man muss das passende Werkzeug haben. Also ich würde davon jetzt abraten und einfach der Empfehlung des Herstellers folgen und diese Schrauben nur dann öffnen, wenn es wirklich nötig ist, also sprich, wenn der Kollektor runtergeschrubbt ist beziehungsweise die Kohle runtergeschrubbt ist. Ja, deshalb werde ich jetzt als nächstes erstmal diese beiden Drähte hier ablöten. Und damit ich weiß, welcher Draht später wo dran war, werde ich einen von den beiden und eine Seite erstmal mit einem weißen Punkt kennzeichnen, so dass ich die später nachher auch nicht vertauschen kann. So, nachdem die Drähtchen also jetzt abgelöst sind, gibt es jetzt mehrere Dinge zu beachten. Zum einen schreibt der Hersteller vor, wie man jetzt vorzugehen hat. Er möchte nämlich, dass hier jetzt Brücken gelegt werden und auf der anderen Seite Trennungen vorgenommen werden. Gut, das sind jetzt die Vorbereitungen, damit später die Beleuchtungen, Vor- und Rückwärtsfahrt nachher über den Decoderbetrieb auch einwandfrei funktionieren. Und Stichwort Decoderbetrieb, auch denn die Platzierung des Decoders hat der Hersteller hier schon vorgegeben, denn er hat hier die Platine schon vorbereitet, hier ist sie schon perforiert, dieser Teil soll rausgetrennt werden und an diesen 6 vorbereiteten Lötpins soll der Decoder angelötet werden. Da bin ich jetzt wieder bei meinem Lieblingsthema, wie schon beim letzten Mal gilt es auch hier wieder zu erkennen, wo ist denn der Pin 1. Ich weiß zwar, dass auch bei meiner letzten Digitalisierung von der MAC, da gab es ja Hinweise, da ist immer eine 1, es ist immer ein Fähnchen drauf, es ist, und Leute, nein, es ist nicht immer so. Und diese Platine hier ist jetzt genau wie bei der MAC, denn die MAC war auch nicht gekennzeichnet, aber lass es gut sein. Mir geht es hier darum, dass Menschen, die jetzt sich erstmalig an eine Digitalisierung ranwagen, dass die feststellen können für sich, wo ist denn jetzt hier der Pin 1? Weil der Pin 1, das sind halt die Pins, die beschrieben sind. So, und dazu kann man sich ganz einfach merken, 1 und 2 sind immer die Motoranschlüsse, 3 und 4 sind immer die Stromversorgungsanschlüsse und 5 und 6 sind immer die Beleuchtungskörper. So,
Wenn ich also jetzt sehe, dass hier auf dieser Platine keine Kennzeichnung ist, ja, auf der Vor- und Rückseite ist, dann sehe ich aber eins ganz genau, ich habe es ja gerade abgelötet, hier waren die Motoranschlüsse, also ist das 1 und das 2 und damit weiß ich, hier ist 1, 2 und es wird so durchgezählt, fertig, Ende aus, Applaus. Ja, dann gehe ich also jetzt mal hin und bereite jetzt die Platine erstmal ein Stück weit vor, indem ich hier Brücken setze, Trennungen nehme und dieses Stück hier rauslöse. Und dann schauen wir uns nochmal das Thema Decoderwahl an. So, ich habe hier einen kleinen Schnitt mit einem Dremel vorgenommen. Jetzt kann man dieses Stück Platine, was schon vorbereitet war, zum Ausbrechen entfernen. Und auf der anderen Seite habe ich die Trennungen vorgenommen. Jetzt werde ich hier die Brücken setzen und auf der Seite die Kontakte noch ein bisschen begradigen. Und dann sind wir auch bei dem Thema Decoderauswahl. So, bevor ich jetzt überhaupt irgendwelche Lötelemente setze, werde ich nochmal verzinnen. Dazu nehme ich jetzt Lötzinn mit 0,5er Stärke. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, wir treffen eine Decoderwahl. Jetzt müssen wir auch verschiedene Dinge erstmal berücksichtigen. Die erste Form ist der Einbauplatz, denn wenn ich diese Abdeckung kommt ja von unten noch drauf und wenn ich mir die jetzt so anschaue, dann geht die also nicht hinten bis zu den Kontakten, sondern sie endet, jetzt lege ich es mal umgekehrt daneben, wenn man das so sehen kann, sie endet. Hier ist auch noch ein Stück Gehäusesteg. Das heißt, sie endet genau eigentlich hier ist der Platz, endet der Platz, bis wo ein Decoder gehen darf. Und auch die Höhe hier ist nicht endlos. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen ESO Micro, jetzt in der Variante V4, der würde als Steckdecoder hier zum Beispiel direkt reinpassen. Den könnte ich jetzt so festlöten und dann hätte ich jetzt ja auch kein Platzproblem. Jetzt kommt aber noch was hinzu. Das Modell hier ist nicht mein Eigentum, sondern das gehört einem MOBA-Kollegen, der mich gebeten hat, diese zu digitalisieren. Und wir haben uns auch ein bisschen unterhalten und man sprach auch darüber, naja, vielleicht muss man den Decoder auch noch irgendwann mal austauschen. Und dann kam mir der Gedanke, dass ich dann gesagt, na gut, dann legst du halt hier eine Buchse rein und machst einen ganz normalen Steckdecoder dran, nur mit dem Problem, dass ich jetzt zum Beispiel einen Mikro nicht mehr verbauen kann. Wenn ich den hier dran stecken würde, der würde hier hinten rausragen. Jetzt gibt es ja auch den Mikro in der Form, dass er zum Beispiel ausgeführte Kabel hat und am Ende der Kabel dann auch wieder ein Stecker angelötet ist, den ich dann da reinsetzen könnte, dann das ganze Kabel umknicken würde und ihn dann anschließend hier unten drunter zwischen Platine und der unteren Abdeckung stecken würde. Dann habe ich aber das Problem, dass ich sage, okay, jetzt muss ich mir mal die Höhe der Bauform an oder die Höhe der Bauteile anschauen. Und wenn ich jetzt hingehen würde und würde einen Mikro genau hier noch reinsetzen, weiß nicht, ob man es sehen kann, dann sieht man, er ragt weiter hinaus, es ist noch höher. Also es ist nicht, das funktioniert nicht, das würde jetzt bedeuten, diesen Deckel kann ich jetzt nicht draufsetzen, den kann ich jetzt nicht mehr schließen. Das heißt, hier würde mit der Kabelnummer, das würde mit einem ESO-Decoder nicht funktionieren. Da müsste ich mir eine mit flacherer Bauform raussuchen. Das sind, glaube ich, meines Wissens die Döhler und Haas. Die sind nämlich nur einseitig bestückt und von daher würden die hier reinpassen. Und jetzt wird dann der Kreis der Ausgewählten oder der Möglichkeiten immer kleiner. Das heißt, in jedem Fall möchte ich hier eine Buchse reinsetzen. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich dann hier einen ESO Nano reinsetzen werde. Weil wenn ich den jetzt einkürze, dann sieht man, der passt wunderbar als Steckdecoder hier rein. Ja, so hat er dann mehrere Möglichkeiten, das zu setzen. Das heißt, ich werde jetzt als erstes die Buchse dann setzen und dann anschließend den Nano dort einstecken. Hier muss man die Pins noch ein wenig kürzen, aber so einen Seitenschneider hat man ja mal schnell gegriffen. Ne? Gut, dann schauen wir uns das jetzt an, wie ich hier die Pins anlöte. Jetzt werde ich auch erstmal die
die Buchse auf einer Seite vorbereiten, das heißt erstmal verzinnen, das ist ein bisschen Friemelsarbeit. So, wie gehe ich vor? Ich habe jetzt die Buchse auf der Platine platziert, sie mit einem Klebestreifen hier fixiert und erstmal ausgerichtet. Die Kunst ist jetzt, das Ding so dran zu löten, dass die Pinne genau passend sind, weil die sind 1,27 mm auseinander. Ne? Von daher, wenn einer jetzt passt, der erste muss sitzen, der muss festgelötet sein, der Rest ist Kindergeburtstag. Und das machen wir dann jetzt. Die Buchse ist platziert. Den Nano, den habe ich mir jetzt von Bedienungsanleitung hier markiert. Hier ist der 1, der muss also so rum eingesteckt werden. Ihr seht, jetzt habe ich schon angefangen, hier die Pinne zu kürzen. So, und die hier, die schneide ich jetzt bündig hier vorne ab. Mit einem Tropfen Sekundenkleber werde ich die hier fixieren. Dann kommt der Decoder rein. Das war's dann. Okay, und damit wäre das Thema Digitalisierung hier für den Triebwagen abgeschlossen. Die Brücken sind gesetzt, die Trennungen auf der Rückseite sind vorgenommen, die Motoranschlüsse sind wieder angelötet, die Buchse ist platziert, der Decoder ist eingesteckt. Jetzt kann das Modell wieder zusammengebaut werden und dann machen wir einen Funktionstest. Dann fangen wir jetzt mal mit dem Zusammenbau wieder an. Als erstes setzen wir die Platine wieder auf. Dieses Stück hier auf. Dann kommen hier die Lichtleiter wieder drauf, die zum einen die Platine arretieren, zum anderen, wie der Name schon sagt, das Licht von den LEDs, die hier sitzen, leiten. Dann kommt das Unterteil wieder an das Chassis. Jetzt wird es deutlich, hier sind die Kontakte gereinigt und hier die Kontakte gereinigt. Dann die Drehgestelle wieder eingesetzt. Jetzt setzen wir die Kardanwelle wieder ein und die Schnecken. Das sind so, ja, hier, das sind so Schlitze, die werden dann so reingeführt, die Achse. Das gleiche gibt es auf der Motorseite auch. Und eigentlich fällt es ganz leicht schon rein. So soll es jedenfalls sein. Genau, ein bisschen bewegen, dann findet sie schon ihren Weg. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Ganz wichtig, ohne Gewalt, einfach nur ganz sachte. Und schon findet sie ihren Weg. Sehr gut. Jetzt wird die Schnecke wieder mit dem Gegenstück arretiert auf dem Drehgestell. Nochmal kurz drehen, gucken, ob es funktioniert. Jetzt kommt das Gehäuse wieder drauf. Hier spielt es keine Rolle, wie rum, es passt so oder so rum. Jetzt kommen die Pufferbohlen wieder rein. So, soweit so gut. Zusammengebaut ist er schon mal wieder. Und jetzt machen wir mal einen Funktionstest. Okay, dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Perfekt. Licht an und aus. Hervorragend. Und mal in die andere Richtung. Mit Verzögerung, sehr gut. Ja, dann wieder vorwärts. Es ist schon was anderes, digital zu fahren. Gut, so funktioniert wieder, einwandfrei. Ja, da sind wir wieder. Und wie ihr gesehen habt, war das jetzt auch mal eine etwas andere Digitalisierung. Denn nicht beim jedem Mal setze ich eine Buchse ein, so wie es jetzt hier an der Stelle gefordert war. Aber an der Stelle einen kleinen Hinweis, so ein Buchselöten mit den Abständen von 1,27 mm ist vielleicht nicht unbedingt direkt, wenn man ein purer Anfänger ist. Man sollte schon ein wenig Löterfahrung haben. Das sollte man nicht, meiner Meinung nach, bei dem ersten Lötversuchen machen. Da sollte man schon ein wenig ruhig haben. Ganz, ganz wichtig ist dabei, dass man eine ruhige Hand hat, es vernünftig sehen kann. Also eine Lupenlampe war jetzt für mich hier sehr, sehr hilfreich. Und man muss auch das passende Werkzeug dazu haben, weil sonst, ganz ehrlich, das wird sonst nichts. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das war doch der ein oder andere Tipp war wieder dabei und ihr hattet Spaß dabei. Jetzt sind wir wieder am Ende angekommen. So, ihr Lieben, das war's dann wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.
Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen einschalten und schon werdet ihr beim nächsten Mal automatisch davon unterrichtet, wenn es auf diesem Kanal wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.